Vielen herzlichen Dank. Mein Name, wie gesagt, Annette Fahner. Ich unterrichte seit vielen Jahren Deutsch als Fremdsprache hier in Karlsruhe an der Uni und habe mich in den letzten Monaten der Herausforderung gestellt, ChatGPT sinnvoll zu versuchen, sinnvoll einzusetzen, insbesondere für die Textarbeit. Und wenn Sie sich eben fragen, wie das dann aussieht, das sieht ganz genau so aus. Also hier wollte ich eine kleine Brücke schlagen zu den vorherigen Präsentationen zum Thema Bildgenerierung. Also das ist das, was eine KI als Bild ausgibt, wenn ich ihr ein Bild von mir gebe und den Prompt zeige mich als DAF-Dozentin bei der Arbeit beim Einsatz eines Chatbots. Gut, was ich im Folgenden gerne mit Ihnen machen möchte, ich möchte Ihnen einfach gerne kurz zeigen, wie ich, wie gesagt, ChatGPT im Laufe der letzten Monate eingesetzt habe. Dafür möchte ich ganz kurz die Zielgruppe umreißen, definieren, also mit welchen Studierenden ich das alles probiert habe. Die Ausgangslage, das Problem und die Lösung. Ein kleiner Spoiler, die Lösung besteht darin, man kann meiner Meinung nach ChatGPT sehr wohl sinnvoll zur aktiven Textarbeit einsetzen. Und da möchte ich auf drei Punkte oder drei Phasen, könnte man es auch nennen, eingehen. Nämlich, wie kann man es im Schreibprozess, also zur Erstellung des Textes einsetzen, dann zur Überarbeitung des Textes und zum Abschluss noch ein, zwei Gedanken zu einer, ja, vielleicht ein bisschen freieren oder kreativeren Möglichkeit des Einsatzes. Ich beziehe mich im Folgenden auf die Lernenden, mit denen ich eben in den letzten Monaten gearbeitet habe. Das sind bildungsgewohnte, erwachsene DAF-Lernende hier an der Uni mit sehr hoher Lernmotivation. Ich setze ebenfalls voraus, dass es keine allzu große Scheu vor neuen Technologien gibt, also dass es von Seiten der Teilnehmenden eine Bereitschaft gibt, ChatGPT einzusetzen und ferner, dass es mindestens ein mobiles Endgerät gibt. Das heißt, dass die Studierenden entweder mit einem Laptop, in den Kurs kommen oder auch einfach Smartphone-Tablet dabei haben. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich das, was ich jetzt im Folgenden vorstelle, selbst bislang nur ausprobiert habe mit Lernenden auf fortgeschrittenem Niveau B2 bis C1. Persönlich gehe ich davon aus, dass vieles von dem, was ich sage, auch funktioniert auf niedrigeren Niveaustufen, aber nageln Sie mich da eben bitte nicht fest. Also meine Erfahrungswerte basieren auf diesem fortgeschrittenen Niveau. Obwohl wir selbstverständlich vor Kursbeginn Einstufungen haben, ist es in der Praxis natürlich so, dass wir immer wieder eine gewisse Heterogenität in den Kursen feststellen. Ich denke, das ist bei Ihnen ganz genauso in der Lernpraxis. Also klar, wir haben dann einen B2-Kurs und offiziell passt das für alle, die dann in diesem Kurs sitzen. Aber in der Praxis stellen wir sehr, sehr schnell fest, dass es sehr große Unterschiede gibt, auch dass die Progression unterschiedlich verläuft. Gut. In Bezug auf die Ausgangslage für meinen heutigen Vortrag ChatGPT habe ich vor circa einem Jahr festgestellt, dass sehr viele Teilnehmende das gerne nutzen, aber dass sie es als Übersetzungsprogramm nutzen. Das heißt, sie schreiben den Text in ihrer Muttersprache und lassen ihn dann von ChatGPT ins Deutsche übersetzen. Und ich vermute stark, dass Sie mir zustimmen, dass das fast keinen Lerneffekt bietet, also dass das keine sinnvolle Art ist, ChatGPT zu nutzen. Und ich habe dann aber weiter festgestellt, dass die Studierenden, die Teilnehmenden, sehr, sehr gerne bereit sind, ChatGPT anders einzusetzen, wenn man ihnen konkrete Möglichkeiten an die Hand gibt, wie sie es zur aktiven, zur sinnvollen Textarbeit einsetzen können. Und das möchte ich Ihnen eben im Folgenden vorstellen. Aus Dozentinnen- und Dozentenperspektive natürlich optimalerweise in Verbindung mit Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung, um eben die gerade angesprochene ganz natürliche gewisse Heterogenität, die wir in unseren Kursen immer haben, ein bisschen abzumildern, aufzufangen. Und meiner Meinung nach funktioniert das sehr, sehr gut mit ChatGPT. Wenn wir es zum Beispiel, ich beginne mit der ersten Phase, im Schreibprozess einsetzen, also zur Unterstützung der Erstellung des Textes. In Bezug auf die Binnendifferenzierung unterscheide ich im Folgenden zwischen Basis und Fortgeschritten. Da ist es mir nochmal wichtig zu betonen, damit meine ich nicht sowas wie Basis A2, Fortgeschritten B2 oder so, sondern ich meine innerhalb eines zum Beispiel B2-Kurses Basis diejenigen Lernenden, die einfach noch gewisse Schwierigkeiten haben, eigene Texte zu erstellen und Fortgeschrittene, diejenigen Lernenden, Teilnehmenden, die damit eigentlich schon ganz gut zurechtkommen und die recht fit darin sind, eigene Texte auf Deutsch zu schreiben. Gut, Basisversion wäre im Schreibprozess ChatGPT ganz einfach zu nutzen, um sich Ideen generieren zu lassen oder einen Text vorstrukturieren zu lassen. Also zum Beispiel mit dem Prompt, ich muss einen Text zum Thema Massentourismus schreiben, bitte gib mir Ideen. Und
und dann gibt ChatGPT da Ideen. Fortgeschrittene Lernende bitte ich allerdings, das nicht zu tun, sondern sich selbst mit dem Thema zu beschäftigen, einen Textentwurf zu machen. Oft wird das ja auch Textbauplan genannt und diesen Textentwurf, diesen Textbauplan dann an ChatGPT zu geben mit der Bitte um Rückmeldung. So habe ich meinen Text geplant, könnte dieser Text so funktionieren? Und das dann von ChatGPT bewerten zu lassen und damit dann zu starten. In Bezug auf die Binnendifferenzierung gilt für auch die nächsten Phasen, die ich vorstellen möchte, natürlich auch, dass man in Bezug auf die Sprache, die benutzt wird, hier sehr gute Möglichkeiten hat, das Niveau oder die Schwierigkeit zu differenzieren. Lernende, die noch nicht so weit sind, sage ich jetzt mal, bei denen sage ich, dass es völlig in Ordnung ist, wenn sie mit ChatGPT in der Muttersprache chatten. Allerdings rege ich sehr stark an und habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass sie doch relativ früh auch versuchen, in der Fremdsprache, also in unserem Fall natürlich Deutsch, mit ChatGPT zu chatten. Habe da wirklich auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden sehr, sehr glücklich sind. Denn weil ChatGPT sehr, sehr gut ist, reagiert es auch auf leicht falsch formulierte Prompts trotzdem gut und versteht die oft richtig, sodass Studierende da wirklich schöne Erfolgserlebnisse haben. Oh, die KI versteht ja, was ich meine und gibt mir die passende, die richtige Antwort. Also da würde ich sagen, dass man das sehr früh anregen kann, einfach mal zu versuchen. Gut, sagen wir, der Student, die Studentin hat nun einen Text geschrieben, einen eigenen Textentwurf. Dann wollen wir natürlich diesen Text weiter bearbeiten und versuchen, zu einer sehr schönen Endversion zu kommen. Basisversion wäre hier, ChatGPT einfach zu bitten, den Text zu korrigieren. Sowohl eine inhaltliche Rückmeldung als auch eine sprachliche Korrektur ist natürlich möglich. Und ich sage auch, dass meinen Studierenden, dass es völlig in Ordnung ist, einzelne Sätze oder vielleicht besser noch Satzteile übersetzen zu lassen. Also gerade auf diesem hohen Niveau, wenn man vielleicht eine komplexe Idee hat für eine Argumentation, man sagt, wie könnte ich das jetzt auf Deutsch sagen, dass es da durchaus okay ist, das mit einem einzelnen Satz mal zu machen. Fortgeschrittene Studierende bitte ich, den Text an ChatGPT zu geben, mit dem Prompt nicht die Fehler zu korrigieren, sondern auf Fehler hinzuweisen. Das funktioniert nämlich sehr gut. Da kommt dann von ChatGPT so etwas wie im ersten Satz achte auf die Verbposition, im zweiten Satz musst du den Artikel korrigieren und da können die Studierenden dann eben sehr viel Arbeit noch selber machen. Ebenfalls schöne Ideen sind natürlich den Text stilistisch nur überarbeiten zu lassen, also gerade eben bei B2, C1 argumentativen Texten eher formelles Register, dass man da eine Rückmeldung von ChatGPT bekommt oder eben auch gar keine Fehlerkorrektur, sondern eine generelle Bewertung. Also dass man ChatGPT bittet, wie würdest du den Text einstufen? Sehr gut, okay, schlecht und warum? Und dass man dann mit diesem Feedback versucht, den eigenen Text nochmal zu verbessern. Damit bin ich auch fast schon am Ende. Ich würde gerne noch ganz kurz zwei Ideen geben, die ein bisschen in die Richtung von freiere, kreativere Arbeit gehen. Es funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut, einfach mal mit verschiedenen Prompts zu spielen. Also zum Beispiel, nachdem man selbst einen klassischen argumentativen Text zum Thema Massentourismus geschrieben hat, an ChatGPT einen Prompt zu geben, schreibe einen lustigen Text zum Thema Massentourismus und da zu schauen, was kommt. Und bei Fortgeschrittenen, meiner Meinung nach eine sehr schöne Möglichkeit, dass sie erst selbst einen Text schreiben, dann ChatGPT einen Text zum gleichen Thema schreiben lassen und diese beiden Texte dann einfach mal vergleichen. Das ist auch meiner Meinung nach eine schöne Variante, wie verschiedene Niveaustufen zusammengebracht werden können, dass nämlich einfach ein Beispiel von ChatGPT im Kurs diskutiert, in Gruppenarbeit bewertet wird. Und ich denke, die meisten von Ihnen sind vertraut mit der Blum'schen Lerntaxonomie. Da sind wir durchaus an der oberen Stufe. Das heißt, da kann man meiner Meinung nach auch sehr gut dem Kontraargument begegnen. Oh, wenn wir ChatGPT im Kurs einsetzen, dann lernen die Studierenden ja gar nichts mehr. Doch wenn sie zum Beispiel einen von ChatGPT geschriebenen Text bewerten sollen, dann ist das eine hochkomplexe kommunikative Aufgabe, wo sehr wohl ein Lerneffekt dasteht. Okay, und damit ist die DAF-Dozentin, die ChatGPT versucht, sinnvoll zur Textarbeit einzusetzen, auch schon am Ende und sagt vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.